Eisen 9. Ich muss relativ entschlossen schwingen. Hoffentlich dann nicht zu weit. Komm runter. Hallo, du bist beim Golf mit Freude. Dieses Mal Indoor, aber mit der Hilfe von Trackman kann ich um 21 Uhr eine schöne Runde Golf spielen. Ich muss gleich ein paar Drei spielen. Das sind 153 Meter. Das ist ganz stark Gegenwind, aber es ist ganz stark bergab. So, ich habe mich für ein Eisen 9 entschieden. Das ist einfach meine Länge. Und ich werde versuchen, gleich das Grün zu treffen. Hoffentlich schaffe ich das. Aber das ist eine perfekte Situation, wo ich dir etwas sagen kann, was ich glaube, sehr wichtig ist. Gerade auf einer meiner Reisen auf Gran Canaria war solche Löcher ganz typisch. Ganz stark bergab. Der Ball ist gefühlt eine Stunde geflogen, bis er gelandet ist. Und der Golfer war so mit dem, was passieren wird, beschäftigt. Und er wollte ihr den Ball so schnell wie möglich schlagen, damit er diese knifflige Situation hinter sich hat. Das ist sehr, sehr normal, sehr, sehr menschlich. Das habe ich selber schon tausendmal gemacht. Aber es ist wirklich besser, wenn du eine schwierige Situation hast, konzentrier dich so viel wie du kannst auf deinen Schlag. Und was ich damit meine, irgendein Schwunggedanke solltest du haben. Und das kannst du schon beim Probeschwung machen. Zum Beispiel denke, langsam starten den Abschwung, Bodenkontakt und zum Ziel schwingen. Das ist nicht zu viel. Langsam Boden zum Ziel. Zack. Und dann geh zum Ball und gib dein Bestes, diese Dinge zu denken und zu tun. Und dann, nachdem du den Ball geschlagen hast, dann guck, was passiert. Dann kannst du entweder jubeln oder weinen. Aber lass die Emotionen anschließend passieren. Und ich denke, das ist eine viel bessere Vorgehensweise, als vorher daran zu denken, was passieren könnte. So, ich habe jetzt genug gesprochen. Mein Gedanke ist, linke Seite ziehen und schlagen. So, Eisen 9. Ich muss relativ entschlossen schwingen. Hoffentlich dann nicht zu weit. Komm runter. Ich habe meinen Ball 162 Meter geschlagen. Und leider ist der Ball im Wasser. Ich war zufrieden mit meinem Schwung, aber anscheinend der falsche Schläger. So, wie ich jetzt etwas enttäuscht hier stehe, etwas peinlich ist es mir, das ist einfach okay. Das ist normal. Jetzt muss ich einfach da durch. Aber während ich den Schlag gemacht habe, da war ich sehr entschlossen. So, ich hoffe, dass das dir hilft für Situationen in deiner Golf-Zukunft. Danke für das Zugucken. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonnieren. Und falls du Lust hast, komm mal bitte mit mir auf eine Golfreise, damit wir solche Situationen meistern können. Zusammen. Tschüss.